Ha! So macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann gehst du zur Polis und ich zurück nach Hause zur Roten Linie, okay? Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Ja, und damit recht herzliches Willkommen zurück zum Metro. Last Light. Was denn? Das werden wir noch sehen. Ach, zur Hölle damit! Rückzug nicht möglich, Spartaner! Moskau liegt hinter uns! Vorwärts! Stopp! Gott verdammt! Deshalb haben die Faschisten das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartaner, eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Mach die Taschenlampe an und denk nicht einmal dran, sie aufzumachen. Okay. Ein Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! Halt, halt, halt! Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Hilf mir mal! Hier oder was? Okay. Oh, sehr schön. Okay, ich vertraue dir, Kumpel. Scheiße, überall Spinnweben! Da. Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Die sind ganz nah! Warte, Artyom, keine Hektik! Sei hier vorsichtig. Sieht frei aus. Lass uns gehen. Ein Schacht! Das ist hoch. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Die Dinge haben Angst, oder was vor dich? Mal, dass der Aufzug funktioniert. Ja! Generator läuft. Mal aufladen, kurz. Frei. Monsieur? Machen wir eine Fahrt mit diesem Baby, ha? Also, was ist jetzt? Jetzt brauchen wir kein Licht. Ich habe das Gefühl, der läuft eh nicht komplett bis auf. Was zum? Warum hat er das? Sag ich doch. Bremse angezogen oder was? Scheiße. Komm schon! Verdammt! Die haben uns gehört! Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest! Scheiße! Wow, was ist das? Viele. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Aha, soll ich sie irgendwie auf den Bauch bringen? Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Komm schon, mir nach. Vampire oder wie? Blödes Mistvieh. Also, nicht braten, Gottverdammt.
Nimm das, du Miststück! Puh, danke, Kumpel! Einer für alle, was? Gott, was sind das für Viecher? So eine Art Spinnen oder was? Hier! Die Brücke! Ich habe davon gehört. Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein. Schicker Schatten. Das ist hoch. Stell dich nicht an. Ich hab's doch auch geschafft. Los geht's! Das ist hoch. Mist! Die schon wieder! Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche, uns rüberzubringen! Klasse! Das sollte gehen! Artyom, Artyom! Komm und hilf mir, das rauszuziehen! Okay. Komm jetzt, raus das Ding. Stabweitsprung oder was? So ein durchgeknallter Vogel. Mach's mir nach. In den Wagen. Das Licht, Artyom! Boah, gerade noch rechtzeitig gesehen. Komm, geh drauf. Dieses Viech! Schieß, wenn der Bauch oben ist! Hier, ich heb dich hoch. Okay, danke. Scheiße, die sind drinnen! Artyom, hilf mir! Schneller, schneller, schneller! Bewegung! Okay, laufen, einfach laufen. Ist, glaube ich, gescheit in dem Fall. Hier! Na, 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 Freundchen. Wir gehen nochmal ganz schnell zurück. Bereit? Los geht's! Los! Oha. Alles klar, Artyom! Komm schon! So klasse gemacht, das Spiel ist ihre absolute Hammer. Los! Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das jetzt, Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Aha, da komme ich nicht durch. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Es werde Licht. In Ordnung. Lass uns gehen. Saugeile Soundeffekte. Okay, uns verfolgt schon mal keiner. Ist schon mal gut. Scheiße. Bleib bei mir. Artyom, bleib dicht bei mir. Oh Gott. Artyom, Artyom, nicht das Licht ausschalten. Verschwinde. Weg, weg. Auch so eine Idee. Komm mal zu einer Markt, ja? Sind uns da mal Munition verblendern. Boah, ich hasse das. Scheiße,
Scheiße. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte führen nach... Da! Hey, sieh mal, D'Artagnan. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Ja. Was auch immer du gerade von mir wolltest. Ich komme hier nicht rein. Ach nein, oder? Neuer Eintrag. Die Tunnels und Stationen der Metro sind nur ein Teil der unterirdischen Bauprojekte, die in den langen Moskauer Geschichte verwirklicht wurden. Die Großfürsten wollten Geheimwege und Verstecke bauen, die Zaren wollten Katakomben und Reliquienschreine bauen. Und selbst damals, vor Jahrhunderten, stolperten sie alle über noch ältere Wege, die Vergessenheit noch vielleicht nicht einmal von Menschen geschaffen worden waren. Höhlen, unterirdische Flussläufe. Niemand weiß wirklich, was sich um die Metrostation herum befindet oder darunter. Es gibt keine Karten, denn Kartografen kommen nie von ihren Expeditionen zurück. Oh, Entschuldigung. Und diese seltsamen, albtraumhaften Kreaturen, die in den Katakomben leben, sind sie wirklich ausgeboten der Strahlung? Oder haben sie vielleicht schon immer dort gelebt? Vielleicht haben sie die Menschen zu vereinfacht gemieden und spüren jetzt, dass unser Ende naht. Wir nicht mehr die Herren der Erde sind und weder daher mutiger und werden daher mutiger und kommen uns näher und näher, um uns letztendlich anzuspringen und von uns zu zehren, solange wir noch warm sind. Nix da, ach so. Hallo. Eben, wollte gerade meinen. Was? Ich könnte ja mal voll schön vergessen, dass ihr mich hier angreift. Das sind skorpionartige Viecher irgendwie. Die verdammt viel aushalten. Scheiße. Bin ich denn hier gelandet? Akku fast leer? Muss nur ein bisschen Licht machen. So. Oh. Scheiße. Schlüpft da direkt vor mir so ein Ei. Ist ja abartig. Bah. Ob das gelangt hat. Das war genial! Gut überlegt! Bereit? Gut! Erster! Mal ein bisschen Strom sparen. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Und da ist jetzt wieder ein guter
Moment, um Schluss zu machen. Ich danke euch jetzt recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Bis zum nächsten Mal. Ciao.